Es ist sinnlos, die Dinge begreifen zu wollen. Und es ist noch viel sinnloser, mich begreifen zu wollen. Schon seit 2000 Jahren versucht die Menschheit, mich zu begreifen, und ich kann Ihnen eins versichern, dann haben wir das schon mal abgehakt. Sie hat es nicht geschafft. Ich erwartete viel von ihm. Als König der Juden. Und ich erwartete viel von mir selbst. Wenn man immer nur im Schatten steht, was ist man dann in Gottes Namen wert? Hat sich jemand von euch mal gefragt, warum er und nicht ich? Manchmal spaltet sich das Leben im Bruchteil einer Sekunde in zwei Hälften. Angenommen, Sie hätten damals gelebt. Mal angenommen. Hätten Sie ihn dann empfangen als den Erlöser? Den Messias? Hätten Sie dann auch in der einen Woche zugerufen, Hosianna, der König ist gekommen, der Christus ist geboren. Und in der nächsten kreuzigt ihn, kreuzigt ihn, kreuzigt ihn. Nicht einmal, nicht zweimal, sondern hundertmal. Jemand musste ihm klar machen, dass seine ganze Idee von der Erfüllung der Prophezeiung eine Wahnidee war. Woher hätte ich denn wissen sollen, dass es so viel Hass gab? Ich habe die Schuld auf mich genommen. Und erzähl mir nicht, dass er sterben musste. Für wen? Für Sie?